Die Soldaten, die Jesus fortbrachten, befolgten den Befehl des Pontius Pilatus und behandelten Jesus wie einen Gesetzesbrecher. All dies geschah, weil einige Menschen nicht glaubten, dass er Gottes Sohn war. Und so geschah es, dass Jesus am Kreuze starb, einen Dieb zu jeder Seite. Die Jünger waren sehr, sehr traurig. Sie hatten ihren Herrn verloren, aber bald sollten sie eine große Überraschung erleben. Einige der Jünger nahmen Jesus Leichnam, um ihn zu versorgen. Sie brachten ihn in eine Höhle, um ihn zu bestatten, wie es in diesen Tagen üblich war. Dann rollten sie einen großen Felsen vor den Eingang der Höhle, damit niemand sonst hineingelangen konnte. Und zum Schluss stellten sie noch Wachen vor der Höhle auf. 2 volle Tage und Nächte vergingen. Und dann, am 3. Morgen... Hörst du das auch? Ja, was ist das? Hey, was geht denn hier vor? Ah! Wieso bewegt sich dieser Stein ganz von alleine? Schau! Zu diesem Zeitpunkt waren einige Freunde von Jesus auf dem Weg, die Höhle zu besuchen. Wir haben alles, was wir brauchen, oder? Duftöle, Gewürze. Ich denke schon. Jetzt müssen wir nur noch mit den Wachen sprechen. Ich hoffe, sie werden uns nicht aufhalten. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Warum laufen Sie denn weg? Wundere dich nicht. Jesus ist nicht hier. Er ist vom Tode auferstanden. Er ist wieder am Leben. Geh und bring deinen Freunden die frohe Botschaft. Jesus lebt! Wir müssen es den anderen sagen. Oh, welch frohe Botschaft! Petrus, Johannes, Engel! Es ist unglaublich! Er lebt! Jesus ist wieder am Leben! Ein Engel ist erschienen und hat mir die frohe Nachricht gebracht! Ich kann es nicht glauben! Was für ein Wunder! Unfassbar! Vom Tode auferstanden! Preiset den Herrn! Das muss ich selbst sehen!